Was wollte ich fragen? War bei dir der Postbote schon da? Justine. Oder war das die Sakura, die geschrieben hat, dass es bei ihr am Abend kommen soll? Der Himmelschlag ist so super. So griffen die Ronin euch an. Hä? Bei dir ist heute nichts erschienen. Okay. Schade. Warte mal, was hat die geschrieben? Da drüben ist irgendwas. Du wirst sterben. Ja, ansonsten, was hat die denn geschrieben? Heute Abend bin ich eh nicht da bis 21 Uhr. Sekunde. Okay. Wer hat denn das geschrieben? Irgendeiner hat doch geschrieben, dass es... Nö, okay. Naja. Ich habe heute ein bisschen, heute ging echt einige PS4-Spiele sehr schnell weg, weil heute Morgen, als ich mir Pokémon Kamezin geholt habe, habe ich mir noch die PS5-Version von Assassin's Creed Valhalla geholt, weil ich die entspannter streamen möchte und nicht nur über den PC. Dementsprechend habe ich jetzt einmal bei Ubisoft Connect für den PC und einmal für PS5. Aber ich meine, das Spiel hat 25 Euro gekostet. Ich meine, komm schon. The Last of Us Part 2 haben sie für 10er verscherbelt. Eigentlich wollte ich mir da noch ein paar mehr Spiele mitnehmen, war mir aber nicht so ganz unsicher. Und dementsprechend... haben wir... Bin ich mittags nochmal los. Beziehungsweise nachmittags und wollte dann nochmal ein paar Spiele holen. Aber aber das hat halt nicht ganz so geklappt. Da war nämlich der 10er Game-Wert war da schon weg. Also das Regal. Held der roten Spinnenlilien. Hier ist aber sonst nichts, ne? Also bei dir ist heute nichts erschienen. Das ist natürlich ärgerlich. Im Übrigen habe ich jetzt Kamezin bei mir nur ganz kurz gestartet. Nicht, weil ich das Spiel schon spielen wollte, sondern einfach nur, weil ich euch ärgern wollte. Weil ich wusste, dass es bei dir noch nicht da war. Mal gucken, ob du es morgen hast. Morgen werde ich sowieso wahrscheinlich den halben Samstag unterwegs sein. Verschwinden denn die Frösche hin? Tauchen die echt alle unter? Omugi Haiku? Ah, cool. Können wieder ein Haiku verfassen. Hino Nino Haiku. Sagte einst die Muku.
Ist die Muku weg? Über Beharrlichkeit sinnieren. Das ist doch also entspannender als gedacht. Bei den ganzen Actionspielen habe ich echt vergessen, wie chillig das sein kann. Laternen des Nachts. Mehr aus. Jo, gestreamt haben wir ja schon. Wiedergeburt. Heute. Beschützt vor dem Hass. Oh, ich muss mal irgendwas auf den Tisch legen. Ich habe nämlich meine Beine hochgelegt. Es tut weh. Beziehungsweise die scharfe Tischkante in meiner Kniekehle. So, Stirnband der Beharrlichkeit. Das ist schön. Ob man andere Sachen bekommt, wenn man über andere Sachen sinniert, also wenn man das Haiku umschreibt, das würde mich mal mit interessieren. Da lang. Ich würde trotzdem gerne diese beiden Felder mal angucken. Jo. Ja, ich habe mal wieder das gemacht, was mir passiert ist. Ich habe viel zu viele Dingsbums genommen. Die Tomori-Tore haben doch was zu bedeuten. Irgendwie. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, was. Das sieht doch auch wieder nach was Besonderem aus. Laut Ryuzo seid ihr der größte Schwertkämpfer, den er kennt. Das musste ich selbst sehen. Was? Will er jetzt mit mir kämpfen? Ihr solltet ihm besser Glauben schenken. Ich übe mit einer Klinge, seit ich laufen kann. Niemand kann mich mehr herausfordern, außer euch. Weißt du, da draußen haben wir so viele Mongolen als Feinde und die müssen, haben nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig selbst zu killen. Hallo, Yuna. Komm, beende es. Also. Wie geht's dir, Junalein? Alles gut? Ja, das hätte ich vielleicht blocken sollen. War ich gerade am Trinken und am Sprechen und dann habe ich verkackt. Okay. Ryusos Geschichten werden euch nicht gerecht. Das war schon immer so. Aber warum kann ich denn nicht zurückweichen? Ach ja, geht so. Ich war schon ein bisschen unterwegs, hab mir noch mal ein paar... ein paar Spiele geholt. Ja.
Ryusos Geschichten werden euch nicht gerecht. Das war schon immer so. Fuck! Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass ich den falschen Knopf gedrückt habe die ganze Zeit zum Zurückweichen. Ryusos Geschichten werden euch nicht gerecht. Das war schon immer so. Alter, warum ist... Was? Was? Ryusos Geschichten werden euch nicht gerecht. Das war schon immer so. Wie der Team spielt Modern Warfare. Komm schon. Es war so knapp. Ich meine, come on. Ryusos Geschichten werden euch nicht gerecht. Das war schon immer so. Warum kann ich das nicht blocken? Oh, pick doch die Hände ins Kniewund. Entschuldigung. Ich werde den noch irgendwie schaffen. Warum sind die Duelle so brutal? Ryusos Geschichten werden euch nicht gerecht. Das war schon immer so. Doch, lecco mio. Also entweder bin ich schlechter geworden. Oder sie haben die Einstufung. Ryusos Geschichten werden euch nicht gerecht. Das war schon immer so. Ja.
Hallo, ich hatte meinen Himmels... Ich habe keine Ahnung, was das gewesen ist, aber scheint geholfen zu haben. Ihr kämpft gut, doch es ist vorbei. Junge, der ist tot. So, dann wollen wir mal nach dieser jungen Dame suchen. Nach dem kleinen Mädchen, das der versprochen wurde, in ein Gasthaus zu arbeiten, um Geld für ihre Mama mitzuverdienen. War jetzt unerwartet. Ich glaube, ich sollte einfach mal diese Straße entlang gehen. Ja. Du hattest dir auch Pokémon vorbestellt, Jona, ne? Ich meine, du hattest dir doch auch Pokémon, das neue Pokémon vorbestellt, oder? Ist es bei dir schon angekommen? Noch nicht, okay. Das Pferd, dem geht's doch ganz gut. Das steht da noch rum. Es wird schon irgendwann gehen. Das Gasthaus muss doch hier irgendwo in der Nähe sein. Ach so, das hier, ja, das waren die Räuber. Das war das Pferd von denen hier, die wurden angegriffen. Ich nehme an, das Gasthaus ist hier. Ja, bei diesen ganzen Hin und Her vergesse ich halt einfach, dass das Ghost of Tsushima landschaftlich her einfach wunderschönes Spiel ist. Es hat seine Höhen, seine Herausforderungen, manche Duelle sind schwer und so weiter und so fort, durchaus. Auf der anderen Seite aber auch seine ruhigen Momente. Dementsprechend, ja, es ist halt schon schön. Ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe mir auch Assassin's Creed Valhalla geholt. Für Leute, für Fans der... Oh nein, nimm das nicht, behalt das. Ich finde es halt immer sehr traurig, weil eigentlich sind wir haben ja genug, wir haben ja nicht wenig, ne? Als vor allem als Samurai-Chef oder so, aber ich schlachte mir eine Kaki. Was ist denn eine Kaki?
Oder meinst du Kaki? Ach, eine Frucht. Okay, ja, Kaki sagt mir jetzt nichts. Kennt ich jetzt als Frucht nicht. Was ich halt immer so ein bisschen schade finde, weil eigentlich haben wir ja hier als Spieler genug. Das ist so eine Orange. Das Numanaka Gasthaus. Hier sollte Koma sein. Eigentlich machen die doch nichts. Warum sind die böse? Na dann. Du wirst sterben! Mach den Würfel! Was will denn die Kleine hier? Vielleicht war er das. Ganz schön aufs Maul, ne? Weißt du, dieses Block-Spam ist halt echt nervig. Wie ich diese Speerficker hasse! Dauche! Auf die Schnauze! Bing, 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 bing! Bambus! Leimen! Ich wusste, das war er! Hallo! Zeit zu kämpfen, komm! Schlucki! Diese Lümmeltüte. Bei manchen ist das Schwert silber, bei dir ist es rot. Ja, die Schläge, die die machen, die silbernen Schläge kann man blocken und die roten nicht. Was war das? Gar nicht gewusst, dass der da noch ist. Dementsprechend, ja. Wer ist da? Wir
Erstmal alles mitnehmen. Ja, ich weiß, dass ich Kunai werfen kann. Wozu gezwungen? Leute auszurauben. Ich musste am Straßenrand warten und um Hilfe rufen. Die meisten haben angehalten. Einige wollten helfen. Andere. Es ist vorbei. Ich bringe euch heim. Das Interessante ist, dass es halt irgendwie immer halbwegs akzeptabel ist, ne? Also ich hörte jetzt selten, dass halt irgendwie die Leute vergewaltigt werden oder was weiß ich, sondern eher gezwungen werden zu arbeiten oder so. Habe ich das Gefühl. Was A, komisch ist, weil normalerweise ist das eigentlich ein, vor allem bei Kriegen gang und gäbe. Zweitens, finde ich das ein schönes Detail. Dass es halt nicht immer das Ekelhafte sein muss. Muss ja nicht immer um Vergewaltigung und Sexualisierung gehen, sondern es kann ja auch mal was anderes sein, ne? Wenn Männer Frauen entführen, klar, in der Regel denkt man immer erst an eine Sache, aber hier habe ich jetzt nicht so das Gefühl, hier geht es halt eher darum, dass man gezwungen wurde, irgendwelche Sachen zu machen, wie zum Beispiel Sachen zu klauen. Oder sonst was. Das ist Irrsinn. Ergebt euch und bleibt am Leben. Oder halt Menschenhändler. Mädchen, Jungen, Hühner, ich hab alles. Wenn der Preis stimmt, kannst du sie nennen, wie du willst. Das muss ich beenden. Also ich weiß halt nicht, was er jetzt vorhat. Komm, heb doch. Ich kann euch nicht genug danken. Komm, heb doch deinen Kopf aus dem Matsch auf. Ist doch bäh. Wie habt ihr uns gefunden? Ich bin euch gefolgt. Sah, wie ihr mit diesem Ronin spracht. Als ihr fort wart, habe ich ihn selbst angesprochen. Das war mutig. Ronin sind gefährlich, unberechenbar. Stimmt, abtrünnige Ninjas das ist sind nichts, das. Im Vergleich zu der Angst, sein Kind zu verlieren. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Kein Problem.